Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einer weiteren Folge Trainerkarriere mit Borussia Dortmund. Und ich denke mal, auf diese Folge haben sich sehr, sehr, sehr viele gefreut. Heute gibt es das Champions League Finale gegen Manchester United. Ja, ich bin gespannt, können wir das Double holen? Meisterschaft und Champions League Sieger oder Champions League Titel. DFB-Pokal sind wir ja leider ausgeschieden, das heißt Triple nicht möglich. Auf jeden Fall ist das letzte Spiel in diesem Jahr, in dieser Saison, weil danach gibt es erstmal Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft, 3 Stück. Ja. Konföderationspokal, Confederations Cup. Oh yeah. Auf jeden Fall würde ich jetzt mal sagen, gehen wir rein in die Partie. Das ist unsere Aufstellung, die habe ich eben schon vor der Aufnahme alles umgestellt. Vorher stand noch Kimmich drin, ich habe jetzt aber mich für Kagawa entschieden. Vielleicht werde ich noch die ein oder anderen Einwechslungen vornehmen in der 60. Minute. Kommt drauf an, wie es steht und ob wir das Spiel locker gewinnen, ob es sehr hart wird. Ich kann es jetzt nicht wissen. Ich gehe auf jeden Fall jetzt rein in die Partie. Und wo findet das Champions League Finale statt? Ist auch mal eine coole Sache. Es findet Estadio Vicente Calderón. Ist das von irgendwo in Spanien? Ist das von Atletico Madrid? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Keine Ahnung. Ja, ich kann spielen. Ja, ich spielen. Spielen. Leute, drückt mir die Daumen. Jetzt geht es los. Manchester United gegen Borussia Dortmund. Puh. Wer spielt denn dabei? Bei den Reds. Rooney kann ich da schon erkennen. Daily Blind. Jones. Matuidi, uiuiui, haben sie sich gekauft, haben sie sich mal gegönnt, Matuidi, Blaise Matuidi von Paris, Luke Shaw, Schneiderlin, Rakitic auch gekauft, oh mein Gott, also eine andere Manchester United Mannschaft kann man sagen, weil, ja okay, unser Borussia Dortmund ist auch komplett anders als das normale Borussia Dortmund, was man von heutzutage kennt, Bale. Schön Kagawa. Und jetzt, komm. Schöne. Weiter auf Marco Reus, aber den kann er nicht verarbeiten. Damian noch dabei und Juan Mata. Schöne. Und jetzt müssen wir aufpassen. Manchester United kontert, aber unsere Abwehr steht da hinten wieder parat. Rakitic. Ivan Rakitic, Depay, wie auch immer. Ach, schießt da, ja, gute 10, 20 Meter am Tor vorbei. Also keine Gefahr, Erik Durm kann das Ding nicht ordentlich annehmen. Ball ist weg, Konter wieder, oder was heißt Konter? Möglichkeit für Manchester United, Damian. Nein, Juan Mata. Wir kommen ja auf jeden Fall in den ersten Minuten nicht gut in die Partie. Jetzt mal eine Chance für uns. Draxler spielt wieder runter auf Marco Reus. Der hat das Tempo, nimmt da aber raus, wieder auf Julian Draxler. Und Julian Draxler schickt da wieder Marco Reus, der bringt die Flanke. Aber De Gea im Kasten holt die Pille da ganz einfach locker easy runter. Und jetzt nochmal gleich hinterher Gareth Bale. Gareth Bale, Flanke auf Schöle, André Schöle. Und De Gea, Weltklasse-Reflexe, aber es war eh abseits. Aber trotzdem, Weltklasse-Reflexe von dem jungen Spanier. Ja, jetzt Marco Reus, komm, das ist dein Spiel. Marco Reus und De Gea. Eieiei, fäustet die Kugel erstmal raus.
Aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Depay. Gelb. Jawollo. 23 Minuten sind gespielt und wir haben jetzt hier einen Freistoß. Schießen wir darauf oder flanken wir? Ich entscheide mich für eine locker schöne rein Flanke. Schön, Kagawa. Komm. Lukaku. Kreuz. Weiter auf Erik Thom. Erik Thom macht das 1:0 im Champions League-Finale. Unser linker Verteidiger. Uiuiuiui. 35. Minute. Da läuft er sich frei. Vorlage. Assist geht auf Marco Reus und ganz stark von Erik Thom. Das tut ihm auf jeden Fall sehr gut, denke ich mal. Er ist auch noch jung. Ich plane mit ihm auf jeden Fall auch noch nächstes Jahr. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Jahr rum hier in FIFA 16 mit Dortmund. Aber ich glaube eher nicht, weil FIFA 17 kommt ja dann bald. Dann werde ich FIFA 16 Trainerkarriere definitiv aufhören und in FIFA 17 eine neue Karriere starten. Und The Journey, keine Ahnung, ja, The Journey heißt das, glaube ich, werde ich auch zocken mit Alex Hunter bei Man U. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Ultimate Team gibt es natürlich auch en masse, Leute. Da bin ich wieder richtig heiß auf Food Champions und so weiter, Leute. Draft werde ich neu natürlich auch zocken. Ultimate Team am Anfang macht immer riesigen Spaß, so circa bis, ja, sagen wir mal, Mitte 2017 macht Ultimate Team immer Spaß und danach senkt sich der Spielspaß gewaltig, aber mega gewaltig. Oh yeah, Draxler. Julian Draxler. Schickt da Marco Reus. Der nimmt die Kugel an, zieht in die Mitte, spielt wieder auf Erik Thom. Erik Thom. Lukaku, komm, mach ihn. Lukaku, Romelu Lukaku. Boom, 0-2. Vor der Halbzeitpause. Und Erik Thom, der war heiß, das zweite Tor zu machen. Hier seht ihr es. Schneiderle spielt aus Versehen, ja, auf Romelu Lukaku. Und der macht dann das 0-2. Boom. Besser kann es nicht laufen, Leute. Besser kann es nicht laufen. 2-0. Und wenn Manchester United jetzt nichts in der zweiten Halbzeit macht, beziehungsweise genauso wenig wie in der ersten, dann sind wir Champions League-Sieger. Dann sind wir Champions League-Sieger. Lalalala. Ich lasse alles unverändert. Ich denke mal, ich werde noch Kimmich einwechseln nachher. Aber jetzt bleibt es erstmal so. Ich bin vollkommen zufrieden mit der Aufstellung, die so wie die jetzt ist. André Schürrle. Uiuiuiui. Ja. Nein. Schürrle. Okay. Piszczek hat er. Easy. Laporte. Kagawa. Schürrle. Wieder Lukaku, weiter auf Marco Reus und nein, abseits. Das hat man schon gemerkt, weil man Reus nicht mehr so steuern konnte, wie man ihn sonst steuern kann. Schade. Oh, Marco, Leute. Marco spielt weiter auf Lukaku, Romelu. Was macht er denn da? Ja, rutscht ihm über seinen Schlappen. Über seinen Schlappen. Der Ball. Jetzt aber. André Schürrle. Hey, nee. Jetzt kommt mal Ramos, der darf auch mal im Champions League Finale ran. Und Kimmich für Draxler. Ja. Yep.
Ja, so hat man was? Freistoß? Alles klar. Martial macht das 1:2 verkürzt hier. Aber ich glaube, das ist zu spät. Oh, ich hoffe, das ist zu spät. Kimmich. Nochmal auf Lukaku. Komm, Lukaku kommt hier nochmal durch. Holt aber nicht die Ecke raus. Eine Ecke wäre jetzt noch wichtig gewesen. Nicht nur für die Zeit, weil es jetzt nochmal einen Angriff für ManU gibt. Nein, gibt's nicht. Laporte, stark. Reus, ganz stark. Stark, stark, stark. Kimmich. Joshua Kimmich. Flanke auf Lukaku. Abseits, oder? Ja, abseits. Komm, pfeif ab, Schiri. Pfeif ab, Schiri. Ich möchte den Pott in die Luft halten. Die Dortmunder Fans gehen ab. Alle gehen ab. Puh. Champions League gewonnen. Bundesliga gewonnen. DFB-Pokal gegen Köln raus. Ja, was soll's, Leute. Was soll's? Ich bin zufrieden, Leute. Ich bin mehr als zufrieden. Champions League gewonnen. Also was will man mehr mit Borussia Dortmund? Alle gehen hier ab. Books gehen wir ab. Die Szenen hatten wir ja schon. Erst vor kurzem, beziehungsweise in der letzten Folge mit Dortmund, haben wir ja die Meisterschaft geholt. Wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, unten in der Videobeschreibung ist die BVB-Playlist. Auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, lasst doch einfach mal für den Champions League-Titel 50 Likes da. 50 Likes. Ich habe ja letztes Mal auch nach 50 Likes gefragt, wo ich das Champions League-Spiel gedreht habe gegen Real Madrid, wo sie 2:0 geführt haben oder 1:0 geführt haben und ich 4:1 gewonnen habe oder so. Und ihr habt einfach über 140 Likes, auch über 150 Likes gegeben, Leute. Ist einfach zu heftig. Ich bedanke mich bei euch jetzt hier an dieser Stelle. Und diese Bilder sind doch mal einfach enorm geil. Hui, sehr, Leute, geil. Ich freue mich schon jetzt auf die FIFA 17 Szene. Ich hoffe mal, dass sie die überarbeitet haben. Bale habe ich vor dem Spiel nochmal als Kapitän gemacht, weil ich sonst immer Piszczek hatte. Und hier jubelt er mit den gelben Fans, mit den schwarz-gelben Fans, mit den Dortmund-Fans. Sieht das nicht geil aus? Laporte, Ramos hier, alle am Start, alle am Feiern, alle am Ausrasten. Jawohl. Ui. Und jetzt gibt es noch ein Feuerwerk und jetzt, denke ich mal, kann ich weiter drücken. Mal gucken, was es jetzt noch gibt. Ich denke mal, ich werde bis zu den Länderspielen da vorsimulieren. Und die gibt es in der nächsten Folge. Alle drei gibt es in der nächsten Folge. Alle drei Spiele und hier Champions League, Dortmund, Gewinner. Nice. Fast hätten wir auch gegen Barcelona gespielt. Die haben beide, glaube ich, im Elfmeterschießen. Musste die Partie entschieden werden. Ja. Bayern ist gegen Trabzonspor rausgeflogen. Bayern, Bayern, Bayern. So, was geht jetzt hier ab? Wie viel Millionen bekommen wir dazu? 15 Millionen noch extra. Nice, und ihr seht es schon oben links. Wir sind jetzt hier mit Deutschland am Start. Im Confed Cup. Im Confed Pokal. In der Gruppe mit Argentinien, Australien und Kolumbien. Confed Cup, okay. Gibt zwei Gruppen bloß mit Spanien, Neuseeland, Mexiko und Elfenbeinküste noch. Also wir haben die schwierige Gruppe mit Argentinien, würde ich jetzt mal so behaupten. Erstmal wieder die Trainingseinheiten durchführen und dann werden wir nach vorn simulieren und erstmal unsere Aufstellung mit Deutschland. Ja, angucken, Götze rechts, Hector, Mustafi, ich kann natürlich auch Erik Durm spielen lassen, mache ich auch, es lohnt sich ja noch mehr, weil wir ja Erik Durm im Verein haben. So, Max Meyer, so, das ist unsere Auswechselbank. Auswechselspieler, Ter Stegen, Kimmich, Schöle, Meier, Lahm, Draxler und Gomez. Und so ist unsere Startaufstellung, würde ich sagen.
Hummels, Boateng, Mustafi, Neuer, Dom, Schweini, Groß, Götze, Özil, Reus und Müller im Sturm. Kann natürlich auch noch wechseln, dass Schöle im rechten Mittelfeld spielt anstatt Götze, aber ich lasse erstmal Götze da. Das passt auf jeden Fall, das passt auf jeden Fall. Gegen wen spielen wir denn als erstes? Vielleicht kann ich ja noch ein Spiel simulieren, dass wir in der nächsten Folge dann zwei Spiele haben. Australien, okay, ich denke mal, da werde ich sogar simulieren, also heißt es jetzt erstmal ein bisschen nach vorne simulieren. Okay, dann müssen wir doch nochmal ein paar Verträge machen hier. Ich will ja nicht, dass die einfach weggehen. 30.000 möchte er haben. 20.000 mehr. Giau. Giau. Okay, das ist normal. 2.000 mehr. Ja, ist in Ordnung. Nein! Scheiße. Ups. Das wollte ich nicht. 20.000 möchte Herr Yannick Bandowski haben. Kriegt er. Ich sag safe, dass Guiao ablehnt. Definitiv. Er möchte auch 20.000 haben. Einfach mal eine Gehaltserhöhung von 13.000 Euro. Oh yeah. So, dann wieder simulieren. 4 Tage können wir noch, dann können wir die Trainingseinheiten wieder machen. Narey abgelehnt. Angenommen. Saar hat angenommen. Wie viel Geld die haben möchten. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kurt Zuma, ich möchte... Ja, ich weiß, dass du... Du musst es mir nicht tausendmal sagen, Kurt. Du musst es mir nicht tausendmal sagen. Guiao hat abgelehnt. Ja, das hätte ich mir beinahe gedacht. Und er möchte auch nicht, Orbi. Ja, dann verlässt halt den Verein. Weil ich konnte keinen neuen... Narey... Schon wieder abgelehnt? Was ist mit ihm los? Narey. Er möchte 20.000 haben. Ich habe ihm 23.000 geboten und er lehnt ab. Wenn ich jetzt 25.000 biete, habe ich geboten und er wieder ablehnt, ja, dann sage ich einfach nö. Und dann wird er den Verein verlassen. Sehr schön. Bellerin entwickelt sich auch gut. Hat fast die 78. Vielleicht spielt er ab nächstes Jahr Stamm für Piszczek. Weil Piszczek ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Guiao hat abgelehnt. Er möchte gern wissen, was er für eine Rolle spielt. Ja, gar keine. Er wird nicht spielen, er wird bloß im Verein sitzen. Hm. Sporadischer Spieler. Könnte passen. Kriegt er hier noch 15.000 meinetwegen, dass er noch für seine Banksitzerei belohnt wird. Ja, Vertragsverlängerung, sehr schön. Und jetzt sind wir hier beim Spiel, Konföderationspokal, oh yeah, gegen Australien. Da bin ich gespannt, wie wir da spielen werden. Ding, 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 ding. Ich glaube, nach den beiden, also nach den drei Spielen, gibt es dann auch wieder Transfers, Leute. Ihr könnt Transfers unten in die Kommentare schreiben. Welche Spieler können wir uns holen mit Borussia Dortmund? Wie viel Money haben wir eigentlich zur Verfügung? Money, Money. 73. Oh yeah. 73 Millionen. Da können wir uns doch einen geilen Spieler holen. Oder sogar zwei oder drei. Jetzt aber erstmal. Der Confed Cup. Sainsbury bekommt die gelbe Karte und Müller. Es müllert wieder eins. Oh. Hm. Williams gelb, Müller. Es müllert wieder 2-1. Lahm kommt rein für Schweini. Erik Dom gelb. Komm jetzt nicht noch 2-2. Kommt hier Özil 3-1 oder so. Müller. Hedwig Müller. Der Hedwig Müller 3-1, Leute. Boom. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Jetzt noch Trainingseinheiten und ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wer noch nicht Abonnent ist, kann unten kostenlos auf Abonnieren klicken und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.
Trainingseinheiten noch. Waren gut. Galado, sehr geil. Haut da rein. Tschüssikowski.